Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Clara und möchte euch vorzeigen, wie man die wunderbare Hausschuhe stricken kann. Die sind nicht nur wunderbar, aber auch sehr praktisch. Und wie ihr seht, einen habe ich schon fertig. Und den anderen möchte ich mit euch zusammen stricken. Ihr könnt einfach nachstricken, wenn es euch gefällt und wenn ihr das möchtet. So, dafür benötigen wir, wie ihr seht, er ist zweifarbig. Die Hauptfarbe, in meinem Fall ist es dunkelblau. Ich habe doppelt Faden genommen, doppelt Strickgarn. Und wenn man ihn zusammen macht, dann entspricht er der Größe. Also in 100 Gramm circa 300 Meter. So. Dazu habe ich noch die hellblaue Farbe. Und das können einfach Reste sein. Da braucht man davon ganz ein bisschen, so 25, 30 Gramm, mehr nicht. So. Dann, die habe ich gestrickt mit der Stricknadel Nummer 3. Die sieht im Kreis, aber das ist nicht unbedingt nötig. Sie können sie auch mit einfach geraden Stricknadeln stricken. Ich habe die Nummer 3 genommen, dann sind sie auch so stabiler und so ein bisschen nicht so locker. Das mag ich besser. Was ihr noch braucht, das ist die Schere und ganz am Schluss eine Häkelnadel. Da zeige ich wofür. Sonst, was kann ich noch dazu sagen? Die Hausschuhe kann jeder schaffen. Jeder kann das. Das ist überhaupt nicht schwer, der links und rechts stricken kann. Und so möchte ich mit euch anfangen. Also wir schlagen jetzt erstmal die Maschen an und das sind 47 Maschen. Und wenn sie die gleiche Stärke von dem Garn haben, dann entspricht es der Größe 40-41. Sie dehnen sich sehr. Und wenn Sie größere brauchen, dann können Sie mehr Maschen nehmen oder mit größere, mit Stärke 4 oder 5 stricken, dann werden Sie entsprechend Größe 42 und ich denke auch Größe. Wir fangen an mit Maschenanschlagen und in meinem Fall sind das 47 Maschen. So, wir haben jetzt hier 47 Maschen und die Schuhe werden gestrickt von oben nach unten. Sie sehen hier einen Rand. Ja? Und der Rand stricken wir so. Wir stricken 4 Reihen nur rechts. Die erste immer abheben und dann nur rechts stricken. Bis sie am Rand sind, die letzte stricke ich immer links ab. Und so machen sie 4-mal hier rechts, zurück rechts, nochmal und wir landen wieder hier am, wo wir angefangen haben, wo unser Faden geblieben ist. Also 4 Reihen rechts stricken. So, wir haben 4-mal rechts gestrickt und wir sind hier angekommen. Hier erkenne ich, dass es die rechte Seite ist, wo wir angefangen haben, Maschen anzuschlagen. Und jetzt fangen wir an mit dem Muster. Der Muster entsteht aus 4 Reihen. Und die möchte ich euch jetzt vorzeigen. Vorher finden Sie bitte die Mitte. Das heißt, bei mir in meinem Fall ist das die 24. Masche. Wenn Sie mehr Maschen haben, machen Sie bitte so, dass von beiden Seiten gleiche Zahl von Maschen bleiben. In meinem Fall sind es rechts 23 Maschen und links 23 Maschen. Und
Und jetzt fangen wir an mit dem Muster. Dafür die ersten zwei Reihen, da benötige ich nur den hellen Faden. Ein bisschen ungerade, schneide ich ab. So. Und so geht es hier den hellen Faden. Der dunkle bleibt einfach jetzt unberührt. Hier ist der helle Faden. Ich nehme ein Stück, so 4, 5 cm. Wie ich schon gesagt habe, die erste hebe ich immer ab und mit dem Finger halte ich die andere Farbe. Und der Muster fängt so an, eine rechts. Ich glaube, das heißt Perlenmuster, aber gut. Eine rechts mit der hellen Farbe, die andere ungestrickt abheben, rechts, eine abheben, eine rechts, eine abheben, eine rechts, eine abheben und so weiter, eine rechts, eine heben wir ab. Achten Sie darauf, dass der Garn von hinten ist, weil da entstehen solche. Eine rechts, eine abheben. 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 Und hier sehen Sie die Markierung. Und wir sind dran gekommen, wo wir jetzt das Sternchen, also ausstricken müssen. Oder wie es richtig gesagt wird, weiß ich nicht. Aber wenn Sie es sehen, dann verstehen Sie, was ich meine. Also wir nehmen die Masche, machen eine rechts. Hab keine Angst, ziehen Sie sie ein bisschen länger. Die Masche bleibt auf der Nadel, dann machen Sie einen Umschlag. Da sind schon zwei. Dann eine rechts, ein Umschlag. Eine rechts, ein Umschlag. Eine rechts. Dann die Masche fallen lassen. Insgesamt, wie Sie sehen, sie sind sehr locker, die Maschen. Und insgesamt sollen sieben sein. Aus einer Masche entstehen sieben Maschen. Also eine, zwei, drei, 4, 5, 6, 7. 7 Maschen. Als nächstes, die nächste heben wir ab. Dann geht es weiter. Rechts, eine abheben. Rechts, eine abheben. Rechts, eine abheben. Und so bis an den Rand. Wir sind an den Rand angekommen. Hier war eine abheben, jetzt eine rechts. Und die letzte, die Randmasche, stricke ich immer links mit dem gleichen Faden, mit dem gleichen Faden. So, wir wenden die Arbeit und wir sind an der linken Seite. Wir sind an der linken Seite und weiter arbeiten wir nur mit dem hellen Faden. Und das geht so, die erste immer abheben. Die helle Masche wird wieder rechts gestrickt, die dunkle wird wieder abgehoben, aber achten Sie bitte darauf, dass der Faden vor der Arbeit ist, damit diese Striche nicht an der rechten Seite entstehen. So, ich zeige nochmal, rechts und abheben, der Faden bleibt aber vor der Arbeit. Rechts, abheben, rechts, abheben, rechts, abheben, rechts, abheben. Hier ist es das Wichtigste, nur aufpassen, dass der Faden immer vor der Arbeit ist, nicht hinter der Arbeit, sonst bekommen Sie an der rechten Seite solche Streifen und das wollen wir nicht.
Wir lassen den Faden vorne abheben, rechts. Und wir sehen uns wieder hier, wenn wir hier ran, an die Mitte kommen. So, wir sind an der Mitte. Das ist die letzte Masche, die ich abhebe. Und jetzt kommen die 7 Maschen, die aus einer gestrickt haben. 7 Maschen sind entstanden zusammen mit Umschläge. Und die stricken wir alle rechts. Sie können gerne locker 2, der Umschlag auch. Hier habe ich die Wolle angepasst, deswegen ist sie doppelt, muss ich aufpassen, dass ich nicht verliere den zweiten, der zweiten Garn. Rechts alle Maschen, alle 7 Maschen, die wir aus Umschläge und aus gemacht haben, werden rechts gestrickt. Und letzte Masche rechts. Entschuldigung, ich bin 2 Maschen zurückgegangen, weil ich die zweite Naht verloren habe. Also die, hier zeige ich nochmal, die 2 letzten rechts. So, die nächste ist ab zum Abheben da. Dann die helle rechts abheben. Der Faden ist vor der Arbeit. Und so machen wir bis an den Rand. Wir sind fast fertig mit der zweiten Reihe von unserem Muster. Abheben, rechts und die letzte Masche wird immer links gestrickt. So, die Arbeit wenden. Und das ist die dritte Reihe von unserem Muster. Und in der dritten und der vierten Reihe ist die dunkle Farbe. Die dunkle Wolle in der Arbeit. Und die blaue bleibt jetzt liegen. Erste abheben. Und in der dritten Reihe stricken wir alle Maschen rechts. Alle Maschen stricken wir rechts. Wir sind fertig mit der dritten Reihe von unserem Muster. Und so sieht es schon aus. Die Markierung können wir weg. Das war die dritte Reihe. Jetzt wenden wir die Arbeit. Und wir stricken wieder mit der dunklen Farbe. Und diese Reihe geht wieder ganz einfach. Wir stricken alle Maschen links. Erste abheben nicht vergessen. Und stricken alle Maschen links bis an den Rand. Nicht vergessen bitte, die letzte Masche wird immer links abgestrickt. So, wir sind fertig mit unseren allen 4 Reihen von unserem Muster. Das war hier das erste Stern. Und wie sieht, es gibt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Muster. Und wenn Sie nicht möchten, dass die Schuhe so tief sind, Sie können auch hier schon aufhören. Und niedriger Sie machen. In meinem Fall sind das 6. Ich möchte euch noch einmal vorzeigen, den Muster. Und nachher strickt ihr weiter von alleine. So, jetzt ist die helle Farbe wieder in der Arbeit. Erste heben wir ab. So, letztes Mal war es so, dass die erste war rechts und die nächste abgehoben. Und hier sehen Sie, der Abstand ist ganz kurz. Wir machen jetzt es so, wir verschieben es und die erste wird abgehoben. Und da, wo viel Platz ist, die wird rechts gestrickt. Also wir schieben das einfach eine Masche links. So,
Da, wo kleiner Abstand ist, abheben. Ups. Eine rechts, eine abheben, eine rechts. Wir sind an der rechten Seite, also achten, dass der Faden hinten bleibt. Und wir hören voneinander, wenn wir hier an die Mitte ankommen. So, wir sind an den Stern angekommen. Und hier ist es jetzt wichtig, ich habe hier die Markierung weg, die brauchen wir nicht. Ich orientiere mich jetzt an dem Stern, wo die Mitte ist. Und es sind hier sieben. Der Stern besteht hier aus sieben Maschen. Und hier kann man ganz schön sehen, hier erste, zweite und dritte. Sehen Sie? Erste. Ups, Entschuldigung, hier heben wir ab. Hier heben wir ab. Abgehoben, erste, dann zweite, dann dritte abgehoben und wir sind in der Mitte. Das ist die Mitte von dem Stern. Hier müssen wir aus der Masche jetzt sieben machen. Und Sie können nachzählen. Hier sehen Sie an der Seite 1, 2, 3 bleiben. Also es waren sieben, drei von dieser Seite und drei von dieser Seite. Und aus der mittleren machen wir wieder so einen Stern. Also wir machen eine rechte Masche aus hellem Faden und die Masche bleibt auf der Nadel. Dann ein Umschlag. Dann festhalten, nochmal rechts, dann nochmal Umschlag. Ziehen Sie ein bisschen weiter, machen Sie bitte lockerer die Maschen. So, das waren vier, glaube ich. Dann nochmal rechts, dann nochmal Umschlag und nochmal rechts. Die Masche bleibt immer auf der Nadel, nur nachdem Sie alle sieben Maschen da haben. Lassen Sie die Masche fallen. So, ich habe nicht genau aufgepasst, aber ich hoffe, dass es sieben sind. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, das sind die sieben. So, und nachdem wir die nächste müssen wir dann abheben, weil da sind die Maschen dazugekommen und hier bilden sich neue diese Perlen. Abheben, rechts. Abheben, rechts. Sehen Sie, das passt ganz genau in die Reihe, wo also dieser lange Abstand ist. Ja? Dann wieder abheben und rechts. Und das machen wir bis an den Rand. Und nicht vergessen, bitte, die letzte immer links. Wir sind wieder fertig mit unserer ersten Reihe von unserem Muster. Wir wenden die Arbeit. Und jetzt machen wir die zweite Reihe von unserem Muster. Und das ist das gleiche. Nur eins müssen Sie merken. Und zwar, da Sie wissen schon, dass man die erste abhebt. Und die nächste, die dunkle Farbe, heben wir ab. Und die helle Masche stricken wir rechts. Und hier achten wir darauf, dass der Faden vorne ist, damit es an der rechten Seite solche nicht entstehen, solche, weiß ich nicht, wie man die nennt. So, abheben, rechts. Abheben, rechts. Abheben. Der Faden ist vor der Arbeit. Rechts. Und so weiter, bis wir an die Mitte kommen. So, jetzt sind wir soweit. Und jetzt habe ich auch das Wort, damit keine Striche entstehen. Deswegen ist der Faden immer vor der Stricknadel. Also die heben wir ab. Und jetzt sind wir in der Mitte. Wir stricken jetzt alle, die wir mit Umschlägen Maschen gemacht haben. Wir stricken die alle rechts. So, eine, zweite,
Dritte. Ich habe doppelt, deswegen muss ich achten. Vierte. Fünfte. Sechste. Und die siebte. Ich muss aufpassen. So, wir haben die rechts gestrickt. Jetzt wieder der Faden vor der Arbeit und wir heben die nächste ab. Die helle stricken wir immer rechts und die nächste heben wir ab und so bis an den Rand. Die letzte wird immer links gestrickt. Wir sind fertig mit der zweiten Reihe von unserem Muster. Wir wenden die Arbeit und wie ihr es schon wisst, jetzt ist die dunkle Farbe in der Arbeit und die helle Farbe kann einfach ruhen. Und die zwei Reihen von dem Muster haben wir. Und jetzt sind die zwei Reihen, die mit der dunklen Faden, die sind ganz einfach. Die dritte Reihe, erste abheben und alle Maschen werden rechts gestrickt. Alle Maschen, die letzte links. So, wir sind fertig mit der dritten Reihe von unserem Muster. Wir wenden die Arbeit. Jetzt sind wir an der linken Seite. An der linken Seite wir arbeiten weiter mit der dunklen Faden, mit dem dunklen Faden und stricken alle Maschen links. Die letzte auch links. Erste bitte abheben. Wir sind fertig mit der vierten Reihe von unserem Muster und das haben wir jetzt zurzeit rausbekommen. Also das ist entstanden. Also zwei Sternen haben wir schon. Und ich hoffe, dass Sie das auch geschafft haben und dass es deutlich erklärt war. Ich möchte euch weiter alleine arbeiten lassen. Das Einzige, ich möchte, dass Sie unbedingt darauf achten. Jetzt kommt hier eine neue Reihe mit heller Farbe. Und dass Sie achten, hier sehen Sie, hier ist der lange Zopf. Und da, wo der lange Zopf ist, der wird mit hellblau gestrickt. Und dann abgehoben. Und hier wird die Mitte. Das sind hier sieben Maschen. Und Sie können das ganz einfach rausbekommen. Hier eine, zwei, drei. Und hier auch eine, zwei, drei. Und hier ist die mittlere. Aus dieser mittleren kommen dann nochmal sieben, die ich Ihnen schon vorgezeigt habe. Wir sehen uns später, wenn Sie Ihre alle Maschen schon da. Ich bin wieder da. Entschuldigung für den Sprachfehler. Ich habe gesagt, bis alle Maschen da sind. Ich meinte, bis alle Sterne da sind. Und jetzt sind wir da. Ich hoffe, Sie auch, dass wir hier alle sechs Sternen da haben. Und der letzte Muster haben wir alle vier Reihen durchgestrickt. Und wir sind jetzt hier an der rechten Seite. Und ich möchte, dass nach dem Muster, sehen Sie hier, auch solche Rippen entstehen. Also so ein Abstand, ja, also der hier bei mir ist. Und das möchte ich, dass Sie als Nächste das tun. Zuerst, wir brauchen die helle Farbe nicht mehr. Wir schneiden die ab, wir lassen so ein paar Zentimeter. Sehen Sie, ganz wenig Farbe, ganz wenig Wolle brauchen Sie. Die zweite Farbe ganz wenig, ich weiß nicht, 20 Gramm oder 25 Gramm. Und jetzt möchte ich, dass so wie am Anfang, genauso auch hier, vier Reihen nur rechts gestrickt wird. Eine, nachher die zweite, die dritte und die vierte, damit da so die Rippen entstehen. Vier Reihen rechts stricken und dann
hören wir wieder voneinander. So, ich bin wieder da. Wir sind jetzt soweit, unsere untere Teil auszustricken, die Säule. So sieht es aus. Und es geht auch ganz einfach. Ich versuche das zu erklären. Durch die Sternen sind hier viele Maschen dazugekommen. Und insgesamt sind es jetzt hier 83 Maschen. Wir müssen für die Mitte, also Maschen, markieren. In meinem Fall sind das 7 Maschen. Wenn Sie ein breiteres Fuß haben, Sie können auch 9 machen. Das soll ungerade Zahl sein. Aber das dehnt sich, obwohl ich also nicht so breiten Fuß habe. Aber das dehnt sich und eigentlich passt es auf jeden Fuß. Also in meinem Fall sind das in der Mitte 7 Maschen, aus denen dann die Säule entsteht. Und ich habe die 7 markiert. Sie müssen die Mitte finden. Erstmal habe ich so, also 83 sind insgesamt, minus die Mitte, was wir in der Mitte brauchen, minus 7, das wird 76. Und jetzt ist es sehr wichtig, dass von dieser Seite und von dieser Seite gleiche Zahl von Maschen sind. Und wenn wir 76 geteilt durch 2, das ergibt 38. Also ich habe hier an dieser Seite bis an die Markierung 38 Maschen und von dieser Seite bis an die Markierung auch 38 Maschen. Und jetzt fangen wir einfach an und stricken alle Maschen rechts, bis wir an die Markierung ankommen und dann erkläre ich weiter. So, wir sind an die Markierung angekommen. Und jetzt fangen wir an, also erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und hier ist die siebte. Wir fangen hier an, die Maschen abzuheben von dieser Seite, deswegen, wir sind an der rechten Seite und die siebte und die achte stricken wir beide zusammen rechts, dann abheben, wir wenden die Arbeit, wir stricken nicht weiter, wir wenden die Arbeit, hier fangen wir an und die erste wird abgehoben, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, hier ist die siebte. Hier ist die siebte. Die siebte und die achte an der linken Seite stricken wir links ab. So. Und wir stricken nicht weiter, wir wenden die Arbeit. So, die Markierungen brauchen wir nicht, weil wir sehen es auch so, da entstehen jetzt solche Abstände, solche ein bisschen Lücken, die kann man sehen. Und ich zeige euch, euch nochmal langsam, der Prinzip ist, wie die Ferse man strickt. Erst abheben, das ist die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Sehen Sie, hier kann man gut sehen, dass es die siebte ist. Die siebte immer mit der achte zusammen. An der rechten Seite stricken wir die rechts zusammen. Immer rechts zusammen, damit so eine, entsteht so eine, sehen Sie hier, so eine, mir fehlen die Wörter, also so eine, so ein Zopf, gerade Zopf. Ja. Wir wenden die Arbeit. Erste abheben, wir sind an der linken Seite, stricken, aber weiter rechts. Das war die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, die siebte und die achte
An der linken Seite stricken wir links zusammen. So. Wenden die Arbeit. Und wie Sie sehen, da kann man schon ein bisschen sehen, so der Anfang von unserer Säule. Und das ist so, dass wir weiter so lange stricken, so lange hier, bis die ganze Säule fertig ist, bis an die Stelle. Und dann hier hinten, das ist was anderes, da zeige ich Ihnen vor. Hier machen Sie bitte weiter so, nochmal zeige ich. Erste abheben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die siebte und die achte an der rechten Seite, immer rechts stricken, die Arbeit wenden, erste abheben, das war die erste, 2, 3, 4, 5, 6, sehen Sie hier die Lücke, die sehen, dass es die siebte ist. Siebte, achte, an der linken Seite stricken wir links. Bitte so weitermachen, bis an der Seite alle Maschen also weg sind. Und dann sehen Sie an dieser Stelle. Dann hören wir weiter. So, ich bin wieder da. Soweit sind wir. Alle Maschen sind weg. Es sind nur die sieben mittlere geblieben. Und hier haben wir noch offenes Teil. Das ist hier die Ferse. Und die müssen wir jetzt ausstricken und ich zeige Ihnen das. Erste abheben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt die siebte stricken wir nicht. Wir nehmen sie einfach auf die rechte Nadel. Und hier an dem Rand, hier sind solche Laschen, das Wort habe ich gelernt. Nicht Masche, sondern Lasche. Das ist die Hälfte von dem, hier haben sie ja immer links gestrickt und so eine Zopf entstanden. Der Rand von dem, diese Lasche nehmen Sie, Sie ziehen das auf die linke Nadel, die siebte legen Sie dazu und Sie stricken die beide rechts. So, Sie haben hier von dem Rand eine, dann drehen Sie die Arbeit. Erste abheben, zwei, drei, 4, 5, 6, die siebte nicht abstricken, einfach auf die Nadel und hier suchen wir die Lasche. Wir müssen, die sieht man, jede Lasche kann man gut sehen, obwohl das Licht heute irgendwie nicht so gut ist. So, wir nehmen die Lasche, wir nehmen die siebte Masche dazu und auf der linken Seite stricken wir die beide links. Damit später solche sowas entsteht, so ein Zopf gerade. Deswegen machen wir an der rechten Seite rechts zwei zusammen, an der linken Seite links zusammen. So, erste abheben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die siebte stricken wir nicht ab. Wir setzen sie auf die rechte Nadel. Hier mit der linken Nadel oder mit der rechten nehmen wir die nächste Lasche, ziehen sie an die linke Nadel, die siebte dazu und wir sind an der rechten Seite. Wir stricken die beide rechts. So. Ich zeige nochmal. Wir wenden die Arbeit. Erste abheben, das in der Mitte sind immer sieben.
Erster Hab abheben, rechts 2, 3, 4, 5, 6. Die siebte nicht abstricken, wir nehmen sie auf die rechte. Und hier sehen wir die nächste Lasche. Wir setzen sie auf die linke Nadel, die siebte dazu. Und dann, wir sind an der linken Seite, wir stricken die beide zusammen links. So. So, dadurch bekommen wir diese Lücke zu. So wie hier sehen Sie, die Lücke kommt nachher so langsam zu. Ich hoffe, das war verständlich für Sie und wir treffen uns, wenn Sie ganz oben sind. So, wir sind fertig. Das hintere Teil ist auch fertig. Es sind die 7 Maschen geblieben, die wir abketten mussten. Abketten. Wir ketten sie jetzt ab. Wir nehmen die 2 zusammen und stricken sie rechts ab. Lassen die Maschen fallen und die setzen wir wieder zurück. Und die nächste 2 zusammen lassen fallen. Und setzen die wieder zurück. Und dann die nächste. Setzen sie zurück. Die nächste. Zurücksetzen. Die nächste. Zurücksetzen. Und die letzte Masche. So haben wir abgekettet. Also zugemacht, hätte ich gesagt. Okay. Und die jetzt abschneiden. Und jetzt kommt die Häkelnadel und die brauchen wir dafür, damit wir unsere, also hier ein bisschen befestigen. So, und nachher einfach diese kurze Fäden einfach verstecken. Das kennt jeder. Ich mache das immer viele machen das mit der Nadel. Ich mache das einfach mit der Häkelnadel. Verstecken Sie die von der hinteren Seite. Dann abschneiden und das machen Sie bitte mit jedem diesem kurzen Stück einfach verstecken da. Und unglaublich, aber wir sind jetzt am Schluss. Das war mein erstes Video und ich werde mich sehr freuen, dass trotz meinen Sprachfehlern Sie das hingekriegt haben.